Hallihallo und willkommen zurück bei Hydronia. Ihr seht es schon, ich habe geschaufelt wie blöde. Und ich hatte in der Zwischenzeit die Smart Pickaxe gemacht. Und die könnte man eigentlich mal mitnehmen, könnte mal gucken, was das nächste ist. Das habe ich nämlich nicht nachgeschaut. Und bevor ich euch das dann jetzt zeige und meinen Plan erläutere, müssen wir uns ein paar Leitern oder irgendwas kaufen, weil wir da sonst ganz beschissen wieder rauskommen. Aber erstmal würde ich gern wissen, was hat sich in unserer Mine in der Zwischenzeit getan. Ich würde ihn so gern von der Klippe. Naja, irgendwann. Eines schönen Tages machen wir das. So. Zack. Erstmal gucken, was wäre jetzt hier die nächste Stufe. Emerald. 1000. Ja, also hier Onyx ist scheinbar echt selten. Rubine sind auch nicht so. Ja, also was das anbelangt, könnte mehr sein, ne? Was die Edelsteine angeht. Was haben wir hier? Das würde mich nur interessieren. Ich muss mir hier unten eine Waage hinstellen. Ich sag's ja zum ersten Mal. So, wir haben hier 212. Es wäre ein Stufe 2 Dings drin. Aber das hat noch Zeit. Weil bevor wir das machen, müssen wir noch ganz viel anderen Kram machen. Um Gottes Willen. Wie viel haben wir denn hier? ...6.500. 131.000 Münzen. Eieiei. Das ist nicht schlecht. Also Gold kommt wirklich ordentlich rein. Aber was mich natürlich auch interessiert, ich habe hier vorhin 1.000 Stück rausgeholt. Wie viel haben wir denn jetzt? Und ich weiß nicht, wie lange habe ich... Oh, 373. Also ich war... ja, lass mich lügen. Eine Stunde damit beschäftigt? Ach so. Dann hier wieder hoch. Ja, ich glaube, eine Stunde war ich jetzt. Also doch, es kommt schon mehr an. Das ist nicht schlecht. Und wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir einfach mal alles durch. Was haben wir denn an Eisen? Sind 99.000 Münzen. Das Blöde ist, dass wir uns... Dass wir uns unseren Kram halt nicht selber herstellen können. Also unsere Rohre... Obwohl, ja, vielleicht ist das, macht das mehr Sinn, die zu kaufen, statt sie selber herzustellen. Emerald, ja, weiß ich nicht, was das ist. Könnte ich, oder? Ja, Moment. Ja, das ist hier, ne? Smaragd. Oh Gottes Willen, Smaragd. Pass auf. Aus Jux und Dollerei mal gucken. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass das viel sein wird.
Aber wir werden sehen. So. Zack. Ja. Wir brauchten... Wo ist... Da. Ich glaube, wir brauchen 1000, ne? Jo, 1000. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Bleibt der jetzt? Ja. Ja, dann können wir den jetzt einfach unten wieder reinschmeißen. Huch. So, so, so. Zack. Bis wir da 1000 zusammen haben. Oh, das wird dauern. Also nehmen wir die einfach wieder mit. Wo habe ich unser Geld gelassen? Ah, hier. Also es schwindet doch bemerkenswert schnell. Von den 150 haben wir jetzt nur noch 120. Oder war das nicht sogar noch mehr? Waren das 177? Egal. Fürs Erste haben wir noch genug Geld und ansonsten machen wir einfach einen Golddolch und verscherbeln den für 200.000. Gut, wir brauchen ja Leitern oder Rampen würde ich ungern. Ich würde das jetzt lieber mit Leitern machen. Ich hatte gesehen, es gibt hier so eine Holzstiegen. Die Frage ist, wo? Da vielleicht? Kann ich den eigentlich auch kaufen? Nee. Oh, ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat. Und egal. Irgendwas ist nicht zum Verkaufen. Hier war nix. Das war der Schrottplatz. Ja, ja, ja. Hier war... die Märkte. Also irgendwo da oben. Irgendwo da oben. Das war dieses Power... Da. Da war das gute alte Landhaus. Und... Hab ich denn diese blöden Holztreppen gesehen? War das in Eishelm? Natürlich sein. Dann müssen wir mal ganz... Was gab's da? Da gab's die Wagen, ne? Ja. Oder die Wägen. Dann... düsen wir... hier. Nee. Ach nee, das waren hier die Community. Da ist C. Und da ist nichts. Nee, dann ist es Eishelm. Und ja, da musst du jetzt hier lang.
Was für ein Stockmarket ist das hier? Für Edelsteine, 104%. Das könnte man sich nochmal überlegen. So. Ja, wir mal gucken, wie wir das machen. Yippie! Oh, dann können wir ganz schnell nochmal gucken. Wir brauchen 150 für einen Bohrer, ne? Ja, 150 dafür und 50 dafür. Also wir brauchen 200 Clotium. Und das sind nur die Druckverstärker, die sind nicht ganz so wichtig. Also 200 für das erste Set. Und ich habe da schon einen Plan. Ich weiß noch nicht so ganz, wie der sich umsetzen lässt, ob der Sinn macht. Oder. Da. Holzleiter. Gibt's hier auch einen langen? Nö. Cool. Davon werden wir ein paar brauchen. Und das Blöde ist... Ach nee, ich kaufe einfach noch eine Palette. Aber bezahlbar sind sie. So, 4 Stück. Ich hätte erst die Palette kaufen sollen. Ach ja. Davon leider noch ein paar. Ich hoffe nicht 22. Aber, ja. So ein bisschen was müssen wir schon mitnehmen. So. Wir nehmen einfach nochmal 4 mit. Dann haben wir 10. Das sollte für den Anfang reichen. Obwohl jetzt, wenn wir die einfach hier hinschmeißen können und das doch geht. Nehmen wir 6 mit. Haben wir 2. Ne, den will ich nicht. Haben wir 12. So. Weil sonst kommen wir aus unserer Mine nicht mehr raus. Ich hatte vorhin schon echt Last damit, wieder rauszukraxeln. So. Zack. Komm. Okay, die letzten 2 müssen wir dann nochmal. Achso, die ist runtergefallen. Okay, jetzt bleibt nur eine hier. Gut, dann können wir die gleich noch holen. Ah, ich hätte das Auto anders parken sollen. Der Palette auch nicht rennen kann. Und wir werden unglaublich viele Betonblöcke brauchen. Wir werden auch irgendwas zu essen haben, ne?
So. Zack. I'll trade you for some. Und auf das Essen herstellen, oh, da habe ich noch keine Lust zu. Das ist. Weiß ich, das lässt sich wahrscheinlich auch automatisieren. Aber. Ja, ja, weiß ich noch nicht. Wir werden auch sehr viele Förderbänder brauchen. Aber Gott sei Dank können wir Rohr und Förderbänder und alles können wir im Ort holen. Brauchen wir nicht immer hier hoch und runter laufen. Gut. Das erste haben wir alles. Und wenn die Leitern drin sind, werde ich vermutlich offscreen nochmal ein bisschen mehr von der Mine freischaufeln. Doppelte Holztreppe, Steintür, Steinwand, Steinwandgiebel, Steinboden, Säule, Stumpferrechen und Steinwand. Okay. Den Gang nach unten hätten wir uns sparen können, aber egal. Aber ich glaube, es ist ein cooles Steinhaus. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Huch. So, Abfahrt. Wir müssen uns nur noch ein taktisch kluges Loch graben. Wo wir den ganzen Schrott dann reinschmeißen können. Jetzt können wir ja erstmal die Palette mit runternehmen. Hoffe ich. Ich sehe halt nicht viel. So. 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 Genau. So, ich zeige euch das erstmal. Wer mich hier einsehe. Und wir haben da einen See und dafür brauche ich die Leitern. So. Hier ist nämlich auch relativ viel Platz. Wo es jetzt aktuell weitergeht, weiß ich gar nicht. Boah, es ist schon wieder so eine blöde Neigung hier. Wenn ich das dahin baue, kriegen wir die. Oder ich glaube, damit bauen wir jetzt in den Berg. Oh, ich weiß noch nicht. Nee, das könnte gehen. Geht nicht. Eine fehlt noch. Hm? Komme ich jetzt hier wegen der Decke nicht? Oh. Herrlich. Herrlich. Moment. So.
Nee, hier muss ich noch die Decke wegmachen. Das sieht furchtbar aus, aber ich kann es nicht ändern. Hier ist dann der zweite See. Und ich weiß nicht genau, wo es noch weiter runter geht. Eigentlich müsste es da weiter runter gehen. Eigentlich. So, das heißt... ein bisschen tricky so. Das heißt, wir müssen uns einmal hier noch den so. Das ist halt das Blöde. Aber ich glaube, von unten geht das besser. So, so. Macht halt schon echt gut was weg. Und in der Höhe sind wir jetzt relativ unbegrenzt. Und ich finde das Prinzip Mine eigentlich ganz cool. Ich meine, wir könnten das ganze Erz jetzt auch an die Oberfläche holen. Und dann da alles. Okay, das geht. Und da dann alles ausbauen. Ich denke, das könnte für euch auch irgendwann nervig werden mit dem Geräusch hier vom Wasser. Wenn dieses ganze Geplatsche. Das müssen wir dann mal rausfinden. So. Oh, das ist neu. Was ist das? Noch hier. Was ist das? Das ist ein Artefakt. Ich hoffe, ich finde meine Axt auch wieder. Ich würde fast sagen, dann bauen wir da unseren Abwurfschacht rein. So. Ich weiß nicht ganz, nicht so wirklich, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier ein Artefakt finden. Jetzt sind die Bohrer da besonders effektiv für Gold. Kann das sein? Na gut. So, die noch. Ohne Axt gehe ich nirgendwo mehr hin. Auf jeden Fall haben wir hier massig Platz. Ich würde da unten in der Ecke oder in der Ecke anfangen, die Linie hochzuziehen mit Bohrern. Also ich würde zwei Bohrer auf einen Schredder laufen lassen.
Glaube ich. Wir brauchen noch viel, viel mehr Leitern. Gottes Willen. Oh, er speichert. So. Und das ist jetzt halt der Plan. Wir könnten damit nochmal runtergehen. Ja, so. Also vermutlich ist es eine Erzader. Aber dann hätte ich ja hier irgendwo noch mehr gefunden. Oder nicht? Oh, kann man nicht. Dann, ja, packen wir da den Bohrer hin. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Müssen wir sehen. So. Zack. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, für die nächsten Folgen ist Schleppen angesagt. Wir werden sehr viel Beton brauchen und sehr viele Leitern. Und ich hatte überlegt, ob wir nochmal mit der Planierraupe hier rüberfahren. War das eine Planierraupe? Als erstes in der nächsten Folge mal ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.